neues Video von Waze Finn. Wie auch immer der Kanalname ausgesprochen wird, ich kann es tatsächlich aktuell nicht sagen. Allerdings macht der Dude sehr stabile Videos. Es wurde gesagt, dass dieses Video richtig gut sein soll im Land der Träume. Und dementsprechend sliden wir da einfach mal rein. Der Mensch wird durchschnittlich 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen wir leben und das Leben genießen. Cheers. 80 Jahre, in denen wir Vorfahren verabschieden und Nachkommen erzeugen. 80 Jahre, in denen wir lernen, wachsen und uns weiterentwickeln. Und 80 Jahre, von denen wir 26 Jahre schlafen. Willkommen. Das ist krass. Also diesen Fact, dass man also 80 Jahre lebt und davon pennst du 26 Jahre. Das bedeutet, effektiv hast du 54 Jahre zum Leben. Und 54 Jahre klingt erstmal viel, ist aber Real Talk nix. Ist überhaupt nix. Eben, und von dieser Zeit bist du noch sehr viel am Arbeiten. Und deswegen, was ich euch damit sagen will, Freunde, genießt jeden einzelnen Tag. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die Zeit sehr begrenzt ist. Im Land der Träume. Einem Ort, an dem wir uns ein Drittel unseres Lebens aufhalten. Auf dem Dachboden. Wie schnell die Zeit. Tag für Tag kommen wir in einen unvermeidbaren Punkt. Ich bin müde. An dem unsere Energiereserven leer sind. Egal ob er oder er. Wir alle verbringen ein Drittel unseres Lebens gemeinsam mit unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir daran denken zu denken, hat es sogar eine Stimme. Und da sich auch dein Tag dem Ende zuneigt, machst du das Licht aus. Ein kurzer Abstecher in die sozialen Medien darf nicht fehlen. Und schläfst schlussendlich ein. Was ist das auch für eine komische Schnitze da drauf? Aber was nun? Du befindest dich in Phase 1 von 5. Let's do this. Im Einschlafstadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem Mist gefüttert hast, spiegeln sich diese... Oh, es ist aber so true, ne? Warte mal, ich find's so geil. Also generell, ich habe ja bereits auf ein Video von ihm reagiert. Man kann wirklich durchgehend auf so viele Details in seinen Videos eingehen. Das ist wirklich unglaublich. Aber warte mal, dieses Detail hier gerade. Stadium. Dein Gehirn arbeitet, als wäre es wach. Und da du es zuvor mit purem... Bro, Subway Surfers Gameplay. Ah, wie heißt dieses Game nochmal? Ah, shit, ihr könnt das gar nicht sehen. Warte mal, einmal Vollbild raus. Wie heißt dieses Game nochmal? Junge, es ist so schön. Missgefüttert hast, spiegeln sich diese Inhalte in deinen Gedanken wieder. Dennoch entspannen sich deine Muskeln und du fängst langsam an, gedanklich wegzudriften. Ich hasse es. Nun folgt die Leichtschlafphase. Die Herzfrequenz sinkt und dein Unterbewusstsein übernimmt die Kontrolle über deine Gedanken. In dieser Phase befindest du dich mehr als die Hälfte deines Schlafes. Aber wir wollen weiter. Weiter in den Tiefschlaf. Ab hier bist du schwerer zu wecken. Dein Körper kann sich bestmöglich erholen. Auch äußerliche Reize werden von dir kaum noch wahrgenommen. Alter, Jeremy for Grains ist so ein Fiebertraum, ne? Aber ich find's sehr amüsant. Zu diesem Zeitpunkt bist du gedanklich irgendwo, aber eben nicht im Land der Träume. Weil ich das gerne fahre. Denn dafür musst du die letzte Phase, auch bekannt als REM-Schlafphase, betreten. Abgesehen davon fahre ich kein Motorrad. Wobei REM für Rapid Eye Movement steht, was so viel bedeutet, wie dass sich deine Augen in dieser Phase hektisch unter deinen Augenlidern hin und her bewegen. Und nachdem deine Muskulatur schlussendlich ebenfalls abgeschaltet wurde, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, fängst du an zu träumen. Und nichts macht Sinn. Oder? Ist es ein Morgen wie jeder andere? Ja, wie gesagt, Träume auch sehr, sehr interessantes Thema. Es gibt viele Nächte, zumindest bei mir, wo ich mich nicht aktiv an Träume erinnere. Aber wenn ich träume, ist es wirklich immer sehr abgespaced. Also ich glaube, wie gesagt, die verrücktesten Träume bei mir in den letzten Jahren, an die ich mich immer noch erinnern kann, war einmal, wie ich einen schönen Nachmittag mit Lana Rhodes hatte. Aber wirklich, wir haben einfach Minigolf gespielt und haben uns gut verstanden. Der andere Traum, an den ich mich erinnern kann, sehr detailliert, da habe ich mit Spider-Man eine Bank ausgeraubt. Also ich weiß nicht, warum ich mit Spider-Man eine Bank ausgeraubt habe. Und der dritte Traum, den habe ich auch irgendwann mal in einem Stream erzählt, da wollte Ansgar mich ermorden und hatte so einen perfiden Plan in drei Akten. Und dadurch, dass ich wusste, dass Ansgar mich umbringen möchte, bin ich in die USA ausgewandert. Ich war auf einmal in der USA in einer Wüste. Und in dieser Wüste bin ich auf einmal wirklich so Area 51-mäßig so einem Labor begegnet. Ich bin in dieses Labor reingegangen und habe in dieser Wüste, bin ich zwei Leuten begegnet. Zwei Homies. Also keine Ahnung, habe ich mich neu angefreundet. Und mit diesen war ich dann im Labor. Und als wir in diesem Labor waren, in der USA, in der Wüste, haben wir gesehen, wie da so Aliens rumgelaufen sind.
Und dann dachten wir uns irgendwann so, fuck, wir müssen jetzt unbedingt fliehen, das ist richtig unsicher hier drin. Dann sind wir wirklich sneaky, meeky aus diesem Labor in diesem Traum geflohen. Und auf einmal, als wir draußen waren, meinte ich zu den anderen, die ich neu in der amerikanischen Wüste kennengelernt habe, Leute, fuck, ich habe mein Handy und mein Portemonnaie drin vergessen. Dann bin ich also wieder sneaky, meeky in dieses Labor, hab aber auch schon gesehen, dass innen drin voll viele Forscher gewesen sind, die quasi die Aliens festgenommen haben oder, keine Ahnung, ausgerottet haben oder so. Und auf jeden Fall bin ich dann reingesteppt und hab dann einfach so einen Forschungsführer gefragt, ey, yo, hast du mein Portemonnaie und mein Handy gesehen? Ich hab's hier vergessen. Und dann bin ich aufgewacht. Junge, das war so ein abgespaceder Traum. What the heck? Oder? Es ist ein Morgen wie jeder andere. Endlich 9 to 5, Malochen. Die Sonne scheint ins Zimmer und abgesehen von den räumlichen Gegebenheiten scheint alles normal zu sein. So sieht mein Zimmer nicht aus. Es wirkt sogar perfekt. Aber das wird mir erst auffallen, wenn ich... Alter, geil. Diese liminal spaces hier, ne? Schön. ...ich aufwache. Du gehst ins Bad und beginnst, ohne zu hinterfragen, warum der Spiegel nicht funktioniert, deine Zähne zu putzen. Plötzlich überkommt dich ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit. Du hast einen Wackelzahn. Nein, du hattest einen Wackelzahn. Was zum Scheiß? Und da nichts Sinn macht, steckst du ihn voller Panik provisorisch wieder rein und er scheint zu halten. Zahnverlust. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Verlust, Veränderung, Instabilität oder einen zu hohen Snooze-Konsum stehen soll. Ich habe sowas noch nie geträumt, nein. Es ist ein Mittag wie jeder andere. Doch du befindest dich nicht auf der Erde, sondern etwa 9000 Meter über ihr, in dem Billigflug, den du vor ein paar Tagen gebucht hast. Das ist Keanu Reeves, ne? Heißt er so? Von John Wick? Ja, oder? Keanu Reeves. Ja. Geil. Du hast zwar keine Flugangst, dennoch bist du nicht der größte Fan vom Gefühl, so weit über dem Meeresspiegel in einem vom Menschen konstruierten Aluminiumgehäuse zu sitzen. Probieren wir es mal mit TikTok. After crashing twice in less than 5 months, leaving 346 people dead. Die Stimmung ist angespannt. Und sie wird noch angespannter als... Ich gehe auf Klo. Digga, das ist so krass gemacht, dieses Video. Holy aber warte shit. Mal. Du bist am Träumen. Klar kann ich das überleben. Wo ist die coole Musik? Scheiß Copyright. Wo ist die Musik? Scheiß Copyright. Juhu! Video ist grün. Flugzeugabsturz. Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für Kontrollverlust, Versagen oder große Veränderungen im Leben stehen soll. Babe? Auch noch nie geträumt, also zumindest nicht bewusst. Cancel bitte den Billigflug. Oder eben Flugangst. Ganz. Es ist ein Abend wie jeder andere. Du befindest dich auf dem Spaziergang, aber irgendwas stimmt nicht. Oh, ein Zettel. Du wirst verfolgt. Als du dies bemerkst und anfängst zu laufen, wirkt es, als würdest du auf Eis laufen. Ja, das Phänomen kenne ich. Kennt ihr das? Es gibt auch so ein Phänomen. Ich weiß nicht, wie viele dieses Traumphänomen kennen, aber kennt ihr dieses Phänomen? Wenn ihr euch im Traum boxen wollt, fühlt es sich so an, als ob ihr unter Wasser schlagen würdet. Das ist ein Phänomen. Ich dachte, ich wäre immer einer der einzigen Menschen gewesen, die dieses Phänomen kennen. Und dann habe ich irgendwann ein Meme-Video gesehen und ich wusste, okay, das ist etwas, was viele haben. Wenn du dich im Traum boxst, fühlt es sich an, als ob du so schlagen würdest, so. Und du wirst aber richtig weggehauen in dem Augenblick. Das ist so krass. Und das mit dem Weglaufen fühle ich. Man will laufen und du läufst auf der Stelle im Traum. Das habe ich so oft. Holy shit, das kenne ich jetzt zum Beispiel. Deine Beine einfach nicht mehr funktionieren. Dein Mund funktioniert jedenfalls nicht mehr. Du kommst nicht von der Stelle, kannst nicht reden und der Verfolger kommt immer und immer näher. Ich fühl's. Verfolgungswahn.
Ein wiederkehrender Traum, der laut Traumdeutung für die Angst vor Konfrontation, Selbstsabotage und Flucht vor Problemen stehen soll. Scheiß Apple. Jetzt wird gezockt. Natürlich gibt es auch noch viele weitere wiederkehrende Träume. Wie zum Beispiel Nacktheit in der Öffentlichkeit. Das Gefühl, unvorbereitet für eine Prüfung zu sein. Ja, das habe ich auch manchmal. Das habe ich immer noch. Und ich verstehe nicht, warum. Oder dass ich zu spät komme, habe ich ultra oft. Dass ich irgendwo zu spät komme. Ich hatte letztens irgendwann mal einen Traum. Da war ich auf einmal an der Uni. Und da habe ich geträumt, dass ich wieder viel zu lange YouTube gemacht habe. Und dann habe ich meinen ersten Unitag verpennt. Und da bin ich aufgewacht und ich dachte so, ich war so verpeilt beim Aufstehen. Ich dachte so, studiere ich jetzt wirklich? Habe ich ein Studium angefangen? Ein Treffen mit einem Ex-Partner. Das Gefühl zu fallen. Das Durchlaufen endloser Räume. Backrooms. Oder das Wiedersehen mit Verstorbenen. Aber es wird Zeit, erneut einzuschlafen. Denn neben den wiederkehrenden Träumen gibt es auch wiederkehrende Orte. Junge, diese Liminal Spaces sind so gruselig. Also das sind Liminal Spaces, so bekannte Orte, die einfach unangenehm wirken. Guck mal, zu jedem einzelnen Bild kann ich euch sagen, warum das unangenehm ist. Und das sind so Liminal Spaces. Hierbei handelt es sich um Orte, die uns irgendwie bekannt vorkommen und Erinnerungen auslösen, die eigentlich gar nicht existieren. Genau. Das gleiche gilt auch für diesen Mann. Noch nie gesehen. Alle sagen, dass sie hin und wieder von diesem Mann träumen, weil wohl das Gehirn irgendwie so diesen Durchschnittsmenschen darstellt, ne? Noch nie gesehen. You ever seen this man? Nein, never. Ein Phänomen, never. Welches 2015 verbreitet wurde und besagt, dass wir ihn alle in unseren Träumen schon mal gesehen haben. Nein. Aber Entwarnung an euer jüngeres Ich. Er entstand nämlich 2009 unter der Domain thisman.org als Marketingkampagne für einen geplanten Film. Und als dies eben rauskam, war die Story eben nicht mehr gruselig, wodurch eben gar nichts rauskam. Doch, denn 2010, um genau zu sein, ein Jahr danach, kam World of Tanks. Na, Klaus. Die Werbung lassen wir natürlich drin, wegen Support und so, ne? Du sollst dein erstes Play. Panzer sind cool. Und in World of Tanks gibt's davon reichlich. Noch nie gespielt. Du hast noch keinen Panzer? Geringverdiener. Dann hol dir deinen britischen Premium Heavy Tank Cromwell B. Ich fahr ihn schon. 250.000 Credits. Für zum Beispiel coole Panzertarnung. 7 Tage kostenlosen Premium Pass. Wow. Und 3 Leihpanzer. Tiger 131, T-78, Type 64. Mit dem Code COMBAT. Über den Link in der Videobeschreibung. Nein, ehrlich. Ladet es euch runter. Die Maps sind wirklich groß. Das Gameplay ist intensiv und es ist kostenlos. Und ich habe keine Rechte an der Musik. World of Das Tanks. Ist das Wichtigste Spaß mit der Mucke. Ist ein Cover vom Song. Ist wirklich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Denn seit ich auf den Link in der Beschreibung geklickt habe, den Code COMBAT eingegeben habe, sitze ich nur noch im Zimmer und zocke World of Tanks, während im Hintergrund die Coverversion von Seven Nation Army läuft. Danke, Jungs. Kein Ding. Ich liebe es. Und du wirst es auch lieben, wenn du es dir über den Link in der Beschreibung runterlädst. Ich hoffe, euch hat meine erste Werbung gefallen. Ja, die war geil. Die war sehr, sehr geil. Heute mache ich die Nacht durch. Weil Tagesträume im Kindesalter am kreativsten waren. Du warst durch diese bei langen Autofahrten nicht alleine. Dieser eine Parkour-Runner auf den Dächern hat dich begleitet. Ein Blick aus dem Fenster an einem regnerischen Sonntag wurde zu einem spannenden Rennen zweier Fraktionen. Bro, ich fühle das so sehr. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was er hier gerade beschreibt. Das ist so heftig. Also generell muss man sagen, dass Wasteland so Gefühle oder so Gedanken wieder triggert, die ich damals als Kind immer hatte. Aber das da immer. Dieser eine Parcours. Wirklich, ich habe mir auch immer diesen Parcours, bin ich immer mit den Augen mitgelaufen. Immer. Wenn man irgendwo vorbeigefahren ist. Parcoursrunner auf den Safe. Dächern hat dich immer. Begleitet. Alter, das ist so heftig. Ein Blick auf. Aber dass das auch so alle Kinder denken. So unabhängig voneinander. Aus dem Fenster an einem regnerischen Sonntag. Auch das, dieses Phänomen, was er hier beschreibt, mit diesen 2 Regentropfen. Das hatte ich immer bei Autofahrten, dass ich immer vergleicht habe, wer schneller ist. Dann habe ich für mich selber immer Wetten aufgestellt. Yo, Regentropfen links ist schneller oder Regentropfen rechts ist schneller. Wurde zu einem spannenden Rennen zweier Fraktionen. Immer.
Die seelenlosen Plastikfiguren in der Lego-Ecke bekamen plötzlich eine Seele. Meister, das ist seine Lieblingsfigur. Sie hat die Lore Protection. Sorry. Und die fiktiven Szenarien im Unterricht. Was wäre, wenn ich jetzt die Zeit einfrieren könnte? Was wäre, wenn ich den Lehrer mit der Macht wegschubsen könnte? Was wäre, wenn ich jetzt einfach fliegen könnte? Was? Bro, immer. Oh mein Gott. Wisst ihr, ich hatte immer einen Wunsch als Kind. Ich habe mir damals als Kind, ich erzähle euch jetzt einen meiner innigsten Wünsche. Ich habe mir als Kind damals immer vorgestellt, wie ich die Zeit anhalten könnte. Oder was ich tun würde, wenn ich so einen Unsichtbarkeitsumhang aus Harry Potter hätte. Und ich hatte immer ein Ziel. Ich habe mir immer vorgestellt, bei uns im Spielzeugladen, dass ich da mit der Zeit oder mit dem Unsichtbarkeitsumhang mir so ein komplettes Yu-Gi-Oh!-Display mitnehmen könnte. Oder ein komplettes Pokémon-Display mitnehmen könnte. Das war immer mein Ziel. Ich dachte mir immer so, boah, wenn ich das jetzt könnte, wie krass das wäre. So viele Karten auf einmal öffnen. Boah, das wäre crazy gewesen. Was wäre, wenn... Amok-Alarm. Will ich eigentlich gar nicht visualisieren. Alarm ist mein zweiter Vorname. Ladies, ich kümmere mich drum. Ich will nicht wissen, der wird hundertprozentig einige böse Kommentare zu dieser Szene hier bekommen. Dass er das so runterredet, hundertprozentig. Weil einige Menschen wieder das nicht checken. Beruhigt euch. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Und heutzutage? Tagträumen wir immer noch täglich. Ohne den Parkour-Runner auf den Dächern. True. Regentropfen True. Sind lediglich Regentropfen. Und die seelenlosen Plastikfiguren sind seelenlose Wertanlagen. Ja! Aber wie gesagt, tagträumen wir immer noch. Mit der richtigen Musik in den Ohren springst du bei einer langen Busfahrt plötzlich in eine erfolgreiche Zukunft. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Airpods in meinem Ohren, ich glaub, und ihr Boom. Ein Blick auf die Verkäuferin in der McDonalds-Warteschlange. Bro, ich find's so krass. Also, ich find's so krass, wie viele Situationen er so passend beschreibt. Aber es ist halt Real Talk so. Es ist halt Real. Aber keiner kann's leugnen. Keiner kann's leugnen. Warte, die Schauspielerin heißt ach Gott, wie heißt sie jetzt nochmal? Ana de Armas. Ah, also ich habe gehört, dass sie so heißt. Hat mir mal ein Kollege erzählt. Mit blonden Schauspielerin kennst du. Die ist nicht blond. Sie war, glaube ich, mal blond. In der McDonalds-Warteschlange. Big Mac. Katapultiert dich in die perfekte gemeinsame Zukunft. Und die Clips kenne ich auch nur von einem Schulkollegen. Und Dinge, die man in der Vergangenheit vermasselt hat. Du siehst scheiße aus. Danke, ich meine selber. Bekommen unter der Dusche ein alternatives Ende. Du siehst scheiße aus. Ladies, aufgepasst. Dann gibt es noch die progressiven Träume, bei denen man vor dem Aufwachen eine Art Checkpoint erstellt und nach einer kurzen Wachphase genau dort weiterträumt. Ich hasse diesen Ton. Das ist so heftig. Kennt ihr dieses Phänomen? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du träumst, wachst auf für einen kurzen Moment, schläfst ein und es geht exakt weiter in dem Traum. Das ist so heftig, wenn das passiert. Alter, das ist das Geilste überhaupt. Malochen oder Dias finden. Malochen oder Dias finden. Junge, rein in Minecraft. Dias finden. Da bin ich wieder. Wow, ich Glückspilz. Die lebhaften Träume, bei denen man meistens mit einem komischen Gefühl und einem langen Blick an die Decke aufwacht und seine gesamte Existenz hinterfragt. Wieso bin ich der Oppenheimer, Mann? Die False Reality Träume, bei denen man eigentlich nur wie ein NPC seinen normalen Alltag nachgeht, ohne es zu merken. Ich hasse meinen Job. Die Prophezeiungen, bei denen man das Gefühl einer Vorhersehung in die Zukunft hat. So Leute, Forster ist völlig runtergeladen. Die luziden Träume, bei denen man weiß, dass man träumt und halt wie im Kreativmodus so ziemlich alles machen kann. Hatte ich, glaube ich, bisher einmal als Kind.
Beziehungsweise ich wusste einmal, also ich hatte mal so einen Traum, da bin ich voll in Panik geraten als Kind. Ich wusste, dass ich träume, aber ich konnte nicht aufwachen. Das war sehr weird, da bin ich voll in Panik geraten. Ich kann mich noch ganz grob an diesen Moment erinnern. Aber generell, du kannst ja luzides Träumen auch erlernen. Problem an dieser Thematik ist nur, dass das Risiko von Schlafparalysen steigt. Und eine Schlafparalyse will man nicht unbedingt haben. Aber warte mal, kurze Pause. Denn nur die Hälfte aller Menschen haben in ihrem Leben mal luzid geträumt. Daher eine schnelle Zusammenfassung, wie es geht. Die einen sagen, man soll ein Traumtagebuch führen, indem man die Träume direkt nach dem Aufstehen notiert. Heute habe ich von einer Autofahrt im perfekten Leben geträumt. Ich war Ryan Gosling. Hier bin ich. Die anderen sagen, man soll Reality-Checks machen, da wie am Anfang des Videos erwähnt, beispielsweise Spiegel in Träumen nicht funktionieren. Ebenfalls funktionieren Hände nicht. Mit dem Gedanken, durch den Alltag zu gehen und routinemäßige Spiegel- und Händechecks zu machen, brennen sich diese Checks irgendwann so sehr ins Gehirn ein, Spiegel plus Hände, dass man sich schließlich auch im Traum durchführt. Ich träume! Immer nur geradeaus? Komme scheinbar auch. Dann gibt's noch die Mülltechnik. Die literally daran besteht, sich vor dem Einschlafen dauerhaft zu sagen, ich werde mir bewusst sein, dass ich träume. Ich werde mir bewusst sein, dass ich träume. Okay, ich träume scheinbar. Und die WBTB-Methode, Wake Back to Bed, bei der man den Wecker auf 5 bis 6 Stunden Schlafzeit stellt, dann nach 20 bis 30 Minuten wach bleibt, an luzides Träumen denkt und dann wieder einschläft. What the fuck? Das. Digga, ist das so scheiße? Das ist so stumpf, aber ist so geil. Boah, hätte ich keinen Bock darauf. Wenn ihr also heute Abend im Bett liegt und irgendwie in einem luziden Traum aufwacht, denkt an mich und schreibt mir einen luziden Kommentar. Und zu guter Letzt die. Ich hatte gerade meine erste Astralreise. Das hier sind 10 Gramm reines Heroin. Da sie ja irgendwo auch eine Form des Träumens sind. Wieso? Weil sie ähnlich wie NATO-Erfahrungen. Dieses Video habe ich letztens auf Twitter gesehen. NATO-Erfahrungen. Meditation oder Drogen eine sogenannte Out-of-Body-Experience sind. Laut dieser Form des Träumens kannst du überall hinreisen. Mal gucken, was die Buben so machen. Mal gucken, was die Buben so machen. Besten hat mal wieder ein Video hochgeladen, Chat. Revi? Hi. Ich bin Revinzeit. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Oh, Gamer. Oder sowas. Ja. Denn es gibt einige Belege. Der erste liegt darin, eins und eins zusammenzurechnen. Und der zweite in der 2014 erschienenen Aware-Studie. Um es kurz zu fassen. Es wurden random Objekte in einem Reanimationszimmer auf erhöhten Orten platziert. Ups. 2060 Patienten sind dann eben gestorben und wurden reanimiert. Wir würden Ihnen jetzt gerne einige Fragen stellen. Und auf die Frage, ob Sie eine Out-of-Body-Experience hatten. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Heider haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Und wenn... Ich kann das nicht mehr. Ich habe mich von oben gesehen. Meine Seele hat meinen Körper verlassen. Heider haben Wurst an die OP-Tür geworfen. Und wenn ja... ja, ob sie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben? Ungewöhnlich wäre es, eine Pickaxe oder so zu sehen, haha. Aber nein, die habe ich nicht gesehen. Nein. Es war Wurst und keine Eier. Vielleicht nur ein Trauma, Herr Winkler. Warum liegt da eine Wurst? War die Antwort bei allen... nein. Während der Astralreise war ich im REM-Schlafzustand. Das ist ja auch die Phase, in der man am meisten träumt. Ich habe mir eingebildet, dass da irgendwie so ein Satz oder so ein paar Worte aufgeschrieben wurden. Weiß ich nicht, ich habe die ganze Zeit schon an eine Nummer gedacht. Ganz ehrlich, das hat sich nicht wirklich echt angefühlt, sondern mehr so, als wäre es meiner Fantasie entsprungen oder als wäre das irgendwie ein luzider Traum oder sowas. Ich hoffe, ich durfte so viel Tomatolix-Clips benutzen. Und falls du doch Zweifel hast, Felix,
Erinnere dich an den 22. März 2017 um 14.52 Uhr in Köln, Nordrhein-Westfalen. Tomatolix? Willst du ein Foto? Ich war ein OG. Ebenfalls sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper... Genau, das ist die Schlafparalyse, die ich gerade angesprochen habe. Ich hatte einmal eine Schlafparalyse. Das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte. Also quasi habe ich mich selber in diese Schlafparalyse reingeritten. Ich weiß nicht, ob ihr das Gesetz der Anziehung kennt, aber irgendwie war ich so in diesem Thema drin, dass ich wirklich irgendwann eine Schlafparalyse bekommen habe. Also Schlafparalyse ist quasi, du hast deine Augen, sind wach. Du bist, also die Schlafparalyse hat man quasi jede Nacht, aber du wachst währenddessen nicht auf. Und das hatte ich dann einmal, diese Schlafparalyse. Und das war irgendwie voll weird. Also viele berichten, dass sie dann gruselige oder irgendwelche Sachen sehen bei einer Schlafparalyse, wenn man sich nicht bewegen kann. Und ich habe tatsächlich irgendwie so komische lila Blitze vor meinem Augen gesehen. Das weiß ich noch, das war vor 5 Jahren. Aber tatsächlich gibt es in Anführungszeichen so einen Trick in der Schlafparalyse, weil du kannst dich nicht bewegen in der Zeit. Du kannst dich nicht bewegen, du bist einfach da. Aber du kannst dich nicht bewegen. Bis auf die Zunge und die Augen. Also du sollst in dem Zeitpunkt tatsächlich die Zunge bewegen können. Und das habe ich gemacht und irgendwann war ich dann wach. Das war eine gruselige Erfahrung. Als sollten wir die Schlafparalyse nicht vergessen. Ein Zustand, in dem man wach ist, während der Körper schläft. Den Night Terror, aus dem man besonders im Kindesalter meist mit einem lauten Schrei erweckt. Und zu guter Letzt... Ladies, ich habe alles im Griff. Das lauwarme Gefühl als Kind, wenn man im Traum endlich eine Toilette gefunden hat. Oh mein Gott. Naja, was als Kind, Bro? Wenn man im Traum endlich eine Toilette gefunden hat. Diggi, das ist mir auch als Erwachsener, ist mir das hin und wieder mal passiert. Nennt mich peinlich oder so. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, aber das ist mir auch als Erwachsener noch passiert. Wenn du richtig doll pissen musst im Traum, du musst richtig doll auf Klo und träumst das dann. Peinlich. Ist mir egal, ob das peinlich ist. Ich hab... was willst du tun? Es fühlt sich im Traum so an, und dann stehst du auf und denkst dir so, fuck. Ja, ist selten, aber passiert. Dieser dreckige Toilettentraum. Aber wo haben wir dieses Video nochmal angefangen? Wir sind wirklich in so einer ich bin ganz, wohl ganz kurz eingeschlafen. Von Social Media und oh. Wie bin ich denn hier gelandet? Du hast irgendwann den letzten... Kommt da jetzt gleich dieses Video, wo afrikanische Kinder irgendwelche krassen Sachen bauen? Hast du mal mit deinen Freunden draußen gespielt? Nee, okay. Ohne es zu merken. Du hast irgendwann eine wichtige Person ein letztes Mal gesehen. Also für diejenigen, die fragen, was ich gerade gesagt habe, es gibt so dieses Phänomen, wenn du YouTube-Auto, ne, dieses Autoplay anhast, kommst du irgendwann nachts immer zu diesen, ich weiß gar nicht, wie dieser Kanal heißt, zu diesen afrikanischen Kindern oder generell zu diesen Afrikanern, die irgendwas Krasses bauen. Wisst ihr, wie dieser Kanal heißt, den ich meine? Irgendwie landet man nachts manchmal wirklich in diesen Videos. Ohne es zu merken. Und du wirst irgendwann ein letztes Mal einschlafen. Das ist ohne krass. Es zu merken. Ja, ja. Sind Träume also nur ein schüchterner Tod? Ich liege manchmal nachts im Bett und zerbreche mir den Kopf darüber, was nach dem letzten Einschlafen kommt. Bin ich irgendwo? Für immer? Wenn dem so ist, wieso ist für immer so schwer vorstellbar? Werde ich irgendwo unendlich lange weiter existieren? Werde ich dort alleine? Oder mit meinen Geliebten sein? Ein gruseliger Gedanke, den wir einfach nicht begreifen können. Doch wir sollten uns in solchen Momenten vor Augen führen, dass jeder Mensch, der je gelebt hat, vor diesem Schicksal und diesen Fragen stand. Wir, genauso wie jeder zuvor, ist ein Teil von einem großen Projekt, welches sich Menschheit nennt. Ich mach schon mal Pause. Ich sehe das sehr ähnlich. Also wenn man mir diese Frage stellt, was nach dem Tod ist, sage ich, es kommt nichts. Das ist quasi wie vor der Geburt, würde ich einfach sagen. Ist einfach weg. Und das ist ein gruseliger Gedanke, mit dem man sich früher oder später mal befasst oder mal drüber nachdenkt, wie ich persönlich finde. Deswegen ist es umso wichtiger, tatsächlich einfach
das Leben so gut wie möglich zu nutzen und jeden Tag die Chance geben, der geilste Tag deines Lebens zu werden. Jeden Tag genießen und nicht wieder, keine Ahnung, zum Beispiel sagen, oh Digga, gar keinen Bock morgen auf die Schule, oh Digga, gar keinen Bock morgen auf Malochen oder boah, gar keinen Bock. Immer dieses Negative zu haben. Man sollte wirklich einfach jeden einzelnen Tag, den man hat, schätzen und jeden einzelnen Tag genießen. Egal, was einen erwartet, weil das Leben ist echt kostbar und dieses Video fasst es eigentlich nochmal perfekt zusammen. Und trägt individuell dazu bei. Auch du. Und wer weiß. Und man lebt halt am Ende für diese besonderen Momente unter anderem, ne? Klar, ich glaube, jeder hat irgendwo dieses Bedürfnis nach, weiß nicht, klar würde ich jetzt einfach gerne Millionen gewinnen oder im Lotto gewinnen und dann dementsprechend einfach nur reisen und mein Leben leben und sonst was. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob man das wirklich möchte. Man sieht das ja immer wieder bei super vielen irgendwie, keine Ahnung, Lottogewinnern oder so, die ihr ganzes Geld verprassen oder generell bei super vielen, in Anführungszeichen, reichen Leuten, da wo man quasi so als Durchschnittsmensch hin möchte. Aber viele von denen berichten ja auch zum Beispiel, dass die Zufriedenheit irgendwann gar nicht mehr steigt. Und ich glaube, wenn du jederzeit sowas wie Urlaub, krasse Momente mit Freunden oder sonst was hast, weißt du das gar nicht mehr zu schätzen. Guck mal, wenn ich jetzt am Wochenende was mit Freunden mache oder generell meine Freunde nicht so oft sehe, weil ich aktuell viel zu tun habe oder sonst was, wenn ich einmal im Jahr mit meinen Freunden im Urlaub bin, das ist für mich so ein schöner Moment. Und dementsprechend weiß ich das in diesem Moment noch mehr zu schätzen, weil ich weiß, das jetzt gerade ist so ein besonderer Moment. Und deswegen ist der normale Alltag genauso wichtig wie diese besonderen Momente, weil wir ohne unseren normalen Alltag die besonderen Momente gar nicht genießen könnten. Denk mal drüber nach. Also ist der normale Alltag genauso wichtig. Vielleicht wachen wir nach diesem letzten Einschlafen auf. Und all das war nur ein Traum. Wenn Sie weiter träumen möchten, wählen Sie bitte eine der vorhandenen Epochen aus und fahren Sie dann mit der Charaktererstellung fort. Ich will zurück. Alle Emotionen, Erfahrungen und Erlebnisse, die in den letzten 30 Minuten passiert sind, 30 Minuten, waren rein fiktiv. Besuchen Sie uns gerne wieder. Gruselig. Dieses Video entstand durch ein Projekt für meine Uni. Folgt mir überall etwas, wenn. Und joint meinem Discord. Krass. Oh, und abonniert mich. Krasses Video. Sehr, sehr krasses Video. Also, ich finde es immer wieder verrückt, wie gut Wacewin eine Atmosphäre in seinen Videos darstellt. Das ist so eine richtige Stärke. Ich habe bis jetzt leider nur 2 Videos von ihm gesehen. Wir müssen aber definitiv mehr Videos von ihm gucken. Saukrasses Video. Zuma hat es in den Chat geschrieben, über 600 Stunden stecken in diesem Video, wie du seinen Namen aussprichst. Ich habe keine Ahnung, wie sein Name ausgesprochen wird. Warum sucht man sich auch so einen blöden Namen aus für YouTube? Sehr, sehr krasses Video. Bro, Millionen sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Also, Daumen nach oben ist da. Definitiv. Schaut gerne vorbei. Das ist Arbeit, die man wertschätzen muss. Definitiv. Und wenn dir die Reaction gefallen hat, schaut dir doch unbedingt dieses Video hier an. Viel Spaß dabei.